Herzlich willkommen zur App Review Nummer 8. Heute stelle ich euch 4 Apps vor. 2 kostenpflichtige und 2 kostenlose. Los geht's mit Geared. Kostet 2,39 Euro. Das Spielprinzip ist eigentlich recht einfach. Man hat hier ein Zahnrad, das sich bewegt, und hier oben ein Zahnrad, das sich nicht bewegt. Und hier unten in der Leiste andere Zahnräder, die einem zur Verfügung stehen. Ich habe 5 von den kleinen hier und 2 von denen. Und man muss eben eine Verbindung zu dem Zahnrad hier oben bauen, dass sich das bewegt. Ich bin im Moment bei Level 7 und es wird natürlich nach und nach immer anspruchsvoller. So, und es dreht sich und dann hat man es geschafft. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spielprinzip von Geared. Ihr müsst durch Zahnradkonstruktionen das blaue Zahnrad zum Bewegen bringen und steigt dann so immer ein Level auf. Ich bin jetzt hier in dem Fall gerade noch ziemlich am Anfang, deswegen ist es auch wirklich relativ leicht, aber ich kann euch versprechen, umso weiter ihr kommt, umso schwerer und anspruchsvoller wird das Ganze. Machen wir das hier noch. Steuerung und ist auch gut gelungen, macht wenig Probleme. Und das seht ihr schon hier, das ist schon etwas anspruchsvoller, die hier beide unterzubringen. So viel zu Geared. Dann als nächstes möchte ich euch Sheep Launcher Plus vorstellen. Kostet 79 Cent. Gibt es aber auch eine Lite-Version von, die kostenlos ist. Also, und zwar, man hat hier unten Tiere, die man auswählen kann. Ein Schwein, ein Schaf, ein Frosch und hier gibt es dann noch einen Truthahn, Nikolaus und einen Engel. Das Klassische ist natürlich das Schaf. Und das Ganze eigentlich ganz einfach, hier geht es hier auf den Button Push. Dann wird dieses Schaf in die Luft geschossen. Und ihr müsst es dann antippen. Gleich nochmal. Wenn es jetzt runterfällt, müsst ihr es antippen, damit es wieder nach oben fliegt. Die Sterne natürlich einsammeln und dann gibt es verschiedene Extras, wie hier zum Beispiel das Kissen. Das ist eine Art Freileben, ich kann es einmal runterfallen, ohne dass mir was passiert. Der Fall gerade eben hat mir einen extra Speed nach oben gegeben. Und durch Bewegen des iPhones kann ich das Schaf, wie auch vorher dran stand, noch etwas mit beeinflussen und hin und her bewegen. Es gibt einmal das Kissen, dann eben der Schleuderer, der einen nach oben schleudert, und das hier ist eben, dass ihr größer werdet. Und irgendwann, wenn ihr weiter höher kommt, gibt es noch eine Rakete, die schießt euch dann ganz weit hoch. Ist auch lustig, wenn man immer einen neuen Highscore eben erreichen will, macht Spaß, ist einfach, man kann es jederzeit schnell spielen und ich kann es euch nur empfehlen. Das ist Sheep Launcher Plus. Jetzt kommen noch 2 kostenlose Apps. Das ist einmal Commodore 64. Ist was für Nostalgiker, die eben früher die Konsole hatten und sind eben, ich muss nochmal schauen, 2, 4, 6, 8 Spiele, die man spielen kann. Wie gesagt, kostenlos das Ganze. Da gibt es von Tennis, Fußball, Basketball und dann eben noch andere Klassiker. Ich kann euch jetzt zum Beispiel mal Tennis zeigen. Das Ganze lässt sich im Hochformat spielen.
aber auch im Querformat. Ja, und das hier ist jetzt zum Beispiel Tennis, wo ich mich hier hinstellen muss und meinen Aufschlag machen muss. Das war es ein Fehler. So. Das war ein Ass. Also ihr seht schon auch der Sound, das ist alles ganz auf Retro. Aber manche Spiele sind wirklich ganz nett und machen auch Spaß. Und es ist kostenlos und gibt eben 10 verschiedene Spiele. Es ist alles im Retro-Look und das hier war es zum Beispiel Tennis. Das ist Commodore 64. Und als letztes noch Paper Toss. Hier am Anfang kann man Schwierigkeit auswählen und wo man spielen will. Ich habe jetzt den Flughafen ausgewählt und hier ist eben Spielprinzip, dass man die Papierkugel in den Mülleimer schmeißen muss. Und hier seht ihr jetzt einen Ventilator, das heißt, ich muss die Papier hier schießen, indem es so nach vorne schnippt. Einfach. Und wenn dem durch den Dings muss ich jetzt eben hier nach rechts werfen. Okay, das war es nicht. Aber jetzt ist drin. Hier unten wird euch immer die Windstärke angezeigt. Und umso stärker es ist, umso weiter müsst ihr in die Richtung des Ventilators. Der wechselt dann auch die Seiten. Und es ist eben auch eine Highscore-Jagd. Witzig und einfach. Kann ich noch mal hier zum Beispiel das Klo zeigen. Das ist die Distanz deutlich größer. Ganz da hinten steht er. Und das ist eben auch gerade eben ganz starker Wind gewesen. Ja, das war Paper Toss. Ich hoffe, euch hat die App-Review Nummer 8 gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, bewertet und kommentiert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.